Well, to shed some more light on what's beneath the surface of Funny Games, we spoke to writer-director Michael Haneke. Ich denke, ich habe mich des Musters, der Struktur des Thrillers bedient. Ich habe da keine speziellen Filme im Auge, sondern ich wollte eben auch mit dem Genre des Thrillers ja mehr als den Thriller oder überhaupt mehr als einen einzelnen Thriller treffen, sondern das Genre Kino als solches, das mit Gewalt handelt. Ja, ciao. Was gibt's denn noch? Da ist jemand. Wo? An der Tür. Natürlich sind also die lange Einstellungen, die einen, die vom Ablauf her keine große Entwicklung haben, aber in sich, also einfach in der Darstellung dieses einen Bildes verharren, geben die ästhetische Möglichkeit, dem Zuschauer über den Vorgang hinaus eine tiefere Ebene mitzuteilen. Der Effekt dabei war, und das wurde mir auch von den Zuschauern bestätigt, dass man natürlich nach 10 Sekunden kapiert hat, worum es geht, dass man dann ungeduldig wird, unruhig wird, dass es aber nach einer gewissen Zeit die Möglichkeit gibt, sozusagen eine zweite Ebene zu erkennen und den metaphorischen Akt dieses Geschehens wahrzunehmen. Und das ist natürlich nur dadurch möglich, dass wir an diese Art von Tempo nicht mehr gewöhnt sind, weil normalerweise das Bild, eine Bildsequenz, nur noch den Wert der schnellen Information hat und jeder tiefere Inhalt dadurch kaputt geht. Sehen Sie zu, junger Mann. Ich weiß nicht, was für ein Spiel Sie da spielen. Ich denke jedenfalls nicht daran mitzuspielen. Also gehen Sie jetzt bitte. Was für ein Spiel? Peter, Paul. Any significance in the names? Das sind zwei Heilige. Im Deutschen. Ich weiß aber nicht ihre Bedeutung. Also Sie reden, es ist Peter und Paul, habe ich wegen der Alliteration genommen. Und weil sie so ehrenwerte Namen sind, weil sie eben die Namen von einem heiligen Paar ist. Und sie heißen ja auch Tom und Jerry und Beavis and Butthead. Und es ist natürlich ein Spiel damit, dass diese Figuren keine Identität haben, sondern angenommene Identitäten haben. Okay, Tom. Okay, Jerry. Ja, weil Erklärungen immer Verharmlosungen sind. Erklärungen so komplexer Zusammenhänge, wie sie Gewaltanwendung im Allgemeinen vorausgehen, sind immer kurzschlüssig und werden speziell im Genrefilm eigentlich immer nur zur Beruhigung des Zuschauers verwendet. Ich denke aber, dass es dem Zuschauer letztendlich wesentlich mehr nützt, ihn mit den Fragen sehr intensiv zu konfrontieren und ihn so zu zwingen, seine eigenen Antworten zu finden, weil nur diese ihm nützen können. Diese schnell gegebenen Antworten, die ihm das Genre Kino gibt, beschwichtigen ihn zwar, tragen aber überhaupt nichts zu seiner eigenen Entwicklung bei. Das heißt, jeder Zuschauer kann ja nur selber Antworten finden. Und dazu möchte ich ihn provozieren. And thanks to our subtitling unit for making Michael Haneke